Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan mit einer Live-Übertragung für Vatican News, Vatican Media. Ich bin Mario Galgano. Ganz herzlich willkommen zu dieser Live-Übertragung zur 16. Bischofssynode über die Synodalität hier im Vatikan. Wir sind hier versammelt in der Audienzhalle im Vatikan mit Papst Franziskus und den Synodenteilnehmerinnen und Teilnehmern zu dieser Versammlung hier. Wir werden dann gleich auch die Simultanübersetzung hören. Und ich werde auch schon darauf hinweisen, dass während der Stille, der Pausen, aus technischen Gründen ich auch sprechen muss, aus radiotechnischen Gründen. Also ich bitte schon jetzt um Verständnis dafür. Wir sind jetzt also in der letzten Woche der Synode angekommen. Und gleich beginnen hier die Reden, zuerst mal mit einem Applaus. Schwester Marie mit Papst Franziskus. Ein kurzer Scherz des Papstes. Die einen kleinen Unfall hatte. Piedi per la preghiera, per favore. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Preghiamo. Donaci, oh Padre, di sentire in mezzo a noi la presenza del Cristo tuo Figlio, promessa a quanti sono radunati nel suo nome, e fa che nello spirito di verità e di amore sperimentiamo in noi abbondanza di luce, di misericordia e di pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benediciamo il Signore. Kreuzzeichen und Segen hat diese Versammlung jetzt begonnen, die 16. Generalversammlung. Ich bitte die Regie, die Anwesenden festzustellen. Der Vorgang zur Feststellung der Anwesenden ist eröffnet. Alle Mitglieder und Teilnehmer der Versammlung sind gebeten, sich einzuloggen, um Zugang zu den Unterlagen zu haben. All'ordine del giorno. Zur Tagesordnung und zu Wortmeldungen, wenn es Zeit geben wird dafür. La procedura ancora aperta. Der Vorgang ist noch in Gang. Die Verstellung der Anwesenden im Saal der Mitglieder der 16. ordentlichen Generalversammlung ist abgeschlossen. 350 Mitglieder sind im Saal anwesend. Ich sehe, dass das Gruppenbild ein gutes Köder ist. Nun gut, bevor wir mit unseren Arbeiten beginnen, möchten wir einigen Personen gratulieren. Seine Exzellenz Monsignor Milo Huber Vergara hat Geburtstag.
auch einer unserer Dolmetscher, Pater Fernando Ventura, hat heute Geburtstag. Alles Gute. Wir beten auch für unseren Bruder, Monsignor Franz Lacken. Heute jährt sich seine Wahl. Ich erteile nun das Wort an den turnusmäßigen Delegiertenpräsidenten, Pater Giuseppe Bonfrate. Einen schönen guten Tag allerseits. Wir beginnen mit dem Wort Gottes. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù diceva: Così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura. Diceva: A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? O con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape, che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno. Ma quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Das war eine Betrachtung aus der Bibel. Es gibt keine Größe, ohne durch das Kleine zu gehen. Nachdem wir das Evangelium gehört haben, eine Klärung darüber, was wir heute Vormittag tun werden. Wir beginnen mit Modul C. Ziel ist, die Früchte der Versammlung zu sammeln auf verschiedene Weisen. Erstens heute durch den Brief an das Volk Gottes. Am Mittwoch wird der Entwurf vorgestellt, des Syntheseberichts, und am Donnerstag findet der Dialog statt über die Schritte, die wir setzen wollen, auch auf der Ebene der Ortskirche zwischen der ersten und der zweiten Sitzung der Synodalversammlung. Jetzt erteilen wir das Wort an Pater Timothy Radcliffe und an Mutter Maria Ignazia Angelini. Sie werden uns helfen, in ein Klima einzutreten, wo Zuhörfähigkeit benötigt wird, genauso wie innere Freiheit, Aufmerksamkeit bei der Unterscheidung, verwurzelt in unserem Glauben. Jetzt, Pater Timothy. Wir hören gleich Pater Timothy Radcliffe. Deine Heiligkeit, Brüder und Schwestern, in ein paar Tagen werden wir für 11 Monate nach Hause gehen. Und das wird scheinbar eine Zeit des leeren Wartens sein. Aber es wird wahrscheinlich die fruchtbarste Zeit der Synode sein. Die Zeit des Keimens.
Jesus sagt zu uns, das Reich Gottes ist, als ob jemand Samen auf der Erde streute und schliefe und stünde Tag und Nacht auf, und der Same würde keimen und wachsen, ohne dass er wüsste, wie. Wir haben in den vergangenen 3 Wochen Hunderttausende von Worten gehört. Manchmal haben wir gedacht, zu viele. Die meisten von ihnen waren positive Worte, Worte der Hoffnung, Worte der Motivation. Dies sind die Samen, die in den Boden der Kirche gesät werden. Sie werden in diesen Monaten in unserem Leben, in unserer Vorstellungskraft, in unserem Unterbewusstsein wirksam sein. Wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, werden sie Früchte tragen. Der österreichische Dichter Rainer Maria Rilke schrieb, trotz aller Arbeit und Sorge des Bauern kann er nicht hinunterreichen, wo die Saat langsam in Sommer verwandelt. Die Erde schenkt. Auch wenn nichts zu geschehen scheint, können wir doch darauf vertrauen, dass unsere Worte, wenn sie liebevoll sind, im Leben von Menschen, die wir nicht kennen, aufgehen werden. Die heilige Therese von Lisieux sagte, die kürzlich vom Heiligen Vater zitiert wurde, c'est la confiance, rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. Es ist das Vertrauen und nichts anderes als das Vertrauen, das uns zur Liebe führen muss. Diese 11 Monate werden wie eine Schwangerschaft für uns sein. Abraham und Sarah wird versprochen, dass sie Nachkommen haben werden, zahlreicher als der Sand am Meeresstrand. Aber nichts scheint zu geschehen. Sarah lacht, als sie diese Verheißung zum dritten oder vierten Mal hört, als sie im Zelt versteckt den Fremden in Genesis 18 zuhört. Wahrscheinlich ist es ein bitter-süßes Lachen. Sie hat das alles schon einmal gehört, aber sie ist unfruchtbar geblieben. Aber in einem Jahr wird sie Isaak gebären, das Kind des Lachens. Das ist also eine Zeit der stillen Schwangerschaft, meine Brüder und Schwestern. Wir sind schwanger mit einem neuen Leben. Verzeihen Sie mir, aber das erinnert mich an das erste Mal, als ich in Lateinamerika versuchte, eine Rede auf Spanisch zu halten. Ein Bischof war verwirrt, was sehr selten ist. Er dachte, ich sei ein irischer Franziskaner. Ich erklärte, dass ich ein englischer Dominikaner sei. Ich sagte, el obispo está embarazado. An sich wollte ich sagen, der Bischof ist verlegen. In Wirklichkeit aber sagte ich, der Bischof ist schwanger. Das ist noch seltener. Das ist eine Zeit des aktiven Wartens. Lassen Sie mich die Worte von Simone Weil wiederholen, die ich bei den Exerzitien zitiert habe. Die wertvollsten Gaben erlangt man nicht, indem man sie sucht, sondern indem man auf sie wartet. Diese Art des Wartens, des Schauens, ist in erster Linie eine aufmerksame. Die Seele entleert sich von all ihren eigenen Inhalten, um den Menschen, den sie betrachtet, so zu empfangen, wie er ist, in seiner ganzen Wahrheit. Das ist zutiefst interkulturell. Die globale Kultur unserer Zeit ist oft polarisiert, aggressiv und abweisend gegenüber den Ansichten anderer Menschen. Der Aufschrei ist groß. Auf wessen Seite stehst du? Wenn wir nach Hause kommen, wird man uns fragen, habt ihr für unsere Seite gekämpft? Habt ihr euch gegen diese unaufgeklärten anderen Menschen gestellt? Wir müssen zutiefst beten,
um der Versuchung zu widerstehen, dieser parteipolitischen Denkweise zu erliegen. Das hieße nämlich, die sterile, unfruchtbare Sprache eines Großteils unserer Gesellschaft zurückzufallen. Das ist nicht der Weg der Synode. Der synodale Prozess ist organisch und ökologisch, nicht kompetitiv. Es ist schwieriger, manchmal einen Baum zu pflanzen, als eine Schlacht zu schlagen und zu gewinnen. Aber es ist nicht einfach für viele Menschen zu verstehen, was wir denn tun. Manchmal wissen wir es selbst nicht. Aber wenn wir unsere Herzen und unser Denken offen halten für die Menschen, denen wir hier begegnet sind, für ihre Hoffnungen und Ängste empfänglich sind, dann werden ihre Worte in unserem Leben keimen und unsere in ihrem. Es wird eine reiche Ernte geben, eine vollere Wahrheit. Dann wird die Kirche erneuert werden. Die erste Berufung der Menschen im Paradies war es, Gärtner zu sein. Adam kümmerte sich um die Schöpfung, sprach Gottes schöpferische Worte mit und gab den Tieren Namen. Werden wir in diesen 11 Monaten fruchtbare, hoffnungsvolle Worte sprechen oder Worte, die zerstörerisch und zynisch sind? Werden unsere Worte die Ernte nähren oder giftig sein? Werden wir Gärtner der Zukunft sein oder gefangen in alten, sterilen Konflikten? Jeder von uns wählt. Der heilige Paulus sagte zu den Ephesern, aus unserem Mund soll kein verderbliches Gerede kommen, sondern nur das, was zur Erbauung gut ist, wie es der Gelegenheit entspricht, damit es denen, die es hören, Gnade gibt. Und ich wiederhole noch einmal, werden wir Gärtner der Zukunft sein oder gefangen in alten Konflikten, die steril sind? Jeder von uns wählt. Es geht hier um den Bau. Es geht um das, was die Gnade derer, die zuhören, geben wird. Vielen Dank, Pater Timothy. Jetzt halten wir eine 2-minütige Pause der Stille ein. Wenn Sie mögen, können Sie jetzt Ihr Gerät kurz ausschalten. Aus technischen Gründen ist das jetzt für unsere Partnersender Radio nicht möglich, Stille zu bringen. Und ich möchte diese Zeit nutzen, um eine Passage aus Rainer Maria Rilkes Werk vorzutragen, das auch Pater Radcliffe jetzt vorgetragen hat. Und zwar handelt es sich aus dem Sonett an Orpheus. O trotz Schicksal, die herrliche Überflüsse unseres Daseins, in Parken übergeschäumt oder als steinerne Männer neben die Schlüsse hoher Portale unter Balkone gebäumt. O die eherne Glocke, die ihre Keule täglich wieder den stumpfen Alltag hebt, oder die eine in Karnak, die Säule, die fast ewig je Tempel überlebt. Heute stürzen die Überflüsse dieselben nur noch als Eile vorbei, aus dem waagrechten gelben Tag in die blendend mit Licht übertriebene Nacht. Eine Betrachtung von Rainer Maria Rilke. Auch vorgetragen eine Passage vorhin von Pater Radcliffe hier bei der 16. Generalkongregation der Bischofssynode zur Synodalität. Es ist ein Moment der Stille, der Besinnung zu den Worten, die der Pater hier vorgetragen hat, seine Betrachtung, die sozusagen auch ein bisschen die Woche einleitet, in die Abschlusswoche der Bischofssynode hier im Vatikan. Wollen wir auch darum beten, für diese Synode, für die Synodenteilnehmerinnen und Teilnehmer und für Papst Franziskus.
Ascoltiamo adesso. Wir hören jetzt den Beitrag von Mutter Maria Ignazia Angelini. Azumus Sancte Spiritus, veni et nos adesso nobis. Dieser Schrei war der rote Faden, der uns zusammengehalten hat in diesen Tagen und Monaten. Und dieser Schrei empfiehlt mir, inspiriert mir folgende Worte. Was sind das für Gespräche, die ihr auf dem Weg miteinander führt? Als Jesus die beiden Jünger erreicht, die sich miteinander unterhalten, verwandelt er ihren Weg in ein U, indem er mit der Frage, was sind das für Gespräche, und dem anschließenden Innehalten über die Heilige Schrift und dem Brechen des Brotes beginnt. Unsere Gespräche sind nun an einem entscheidenden Punkt angelangt. Eine gewisse Umkehr hat stattgefunden. Wir müssen Rechenschaft darüber ablegen. Das Wort Gottes gehört und verbunden mit den Ereignissen um uns herum, drängt sich auf und gibt uns Licht. Die Kirche, das gläubige Gewissen eines jeden Mitglieds, ist heute erschüttert. Während um uns Kriege toben, haben wir das geistliche Gespräch geschätzt, haben so viele Momente gehört, so viele imperative Versuche, die Wirklichkeit zu lesen, komplex, beunruhigend. Was können wir sagen? Das Evangelium bringt keine Lösungen hervor, sondern offenbart die immer wieder überraschende Dynamik des Geistes, der Erfüllung schenkt. Nun, von dem Ort, an dem ich die Gnade hatte, am Rande der Synode und im Gebet mit Pater Timothy zu sein, wurden wir zu diesem Evangelium hingezogen. Die beiden kleinen Gleichnisse in Kapitel 4 des Markus-Evangeliums, der Ausweis des Reiches Gottes, sind eine der heiligen Stätte der Offenbarung, der eigenen Person und der Art und Weise, wie Jesus seine Kirche als Dienerin des Reiches Gottes sieht. Auch auf dem Weg der Synode wird Licht geworfen, auf die Synthese, zu der Sie jetzt gerufen sind. Womit können wir das Reich Gottes vergleichen? Oder welches Gleichnis sollen wir gebrauchen? Jesus beginnt mit einer doppelten Frage, als wolle er seinen Gesprächspartner dazu bringen, dem Volk Gottes und darüber hinaus eine Zusammenfassung des Weges vorzuschlagen. Heute ist es diese heilige Versammlung. Jesus hat schon so viele Gleichnisse erzählt. Das Schöne an seiner Offenbarung ist, dass er zu uns von Gott und den Menschen spricht, einer in dem anderen. Deshalb ist die Offenbarung Jesu parabelhaft. Und so muss die christliche Existenz sein, die Kirche. Aus diesem Grund zieht Jesus hier die Zuhörer in seine Erzählungskunst hinein. Und die Frage geht uns heute zutiefst an, die Synode in dieser Phase ihres Weges. Das Reich Gottes muss immer im Gleichnis verkündet werden, das heißt an einem Verbindungspunkt zwischen seiner Gegenwart und unserer Erfahrung auf der Erde. Sonst klingt sein transzendentes Geheimnis fremd. Ein Verbindungspunkt, der symbolisch hinweisend, nicht abschließend ist. Wie können wir also heute das Geheimnis des Reiches Gottes, das überraschende und dramatische Wachstum, das in diesen Tagen des Synodalen Weges erzählt wird, mit Worten aus Fleisch und Blut beschreiben, in einer Zeit des Krieges? Der Punkt des Gleichnisses ist der Kontrast. Ein riesiger Same, eine große, gastfreundliche Pflanze. Es gibt uns einen Einblick, wie Jesus seine eigene Geschichte und die der Kirche sieht, die untrennlich ist und was sein Stil ist. Er erwähnt oft das Bild des Samens.
Er greift immer wieder auf, auch und gerade in der letzten Stunde, vor den Griechen, die zu sehen bitten. Wenn das Weizenkorn, das in die Erde fällt, nicht stirbt, bleibt es allein. Wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Wo ich bin, da wird auch mein Jünger sein. Dort wird das Bild sein ganzes österliches Licht haben. Es ist ein Licht. Das Geheimnis des Korns, das geworfen, ausgeliefert, mit der Erde vermischt wird, bis es stirbt, zu einer gastfreundlichen Pflanze wird. Wir sind aufgerufen, die inspirierende Tragweite des Bildes zu begreifen. Es ist ein Geheimnis der Zeugung des unentgeltlichen Bündnisses. Jesus, der Sohn, der sich ganz dem Willen des Vaters unterwirft und volles Vertrauen in die Macht dessen hat, der ihn in die Welt gesandt hat, arbeitet hier seine eigene Kenosis auf der Erde aus. Er kennt paradoxerweise die Zeichen dessen, was als Scheitern erscheinen könnte, und bietet seiner Kirche die Einsicht, die Zeichen des Reiches Gottes zu erkennen. Auf diese Weise verhindert er, dass das Paradox des Reiches Gottes zu einem mystifizierenden Verständnis verbessert wird, was die Jünger immer wieder verführt, bevor das Kreuz das letzte und entscheidende Zeichen der Deutung bietet. In der letzten Übergabe Jesu, in der mitten in der Nacht gefeierten Eucharistie, wächst und verzweigt sich die Kirche, die sich an diesen gesegneten Baum klammert. Und sie teilt neue Zweige aus, mit jeder neuen Schar von Vögeln, die Schatten suchen, die ein Nest für neue Generationen suchen. Und so sind wir aufgefordert, unsere gleichnishafte Erzählung zu entwickeln, eine reife Antwort des Evangeliums auf die Herausforderung, die Armut und die Orientierungslosigkeit von heute. Es geht um die Dinosis, um die Macht des Wortes, dem Raum gewährt werden soll. Das ist der überraschende Sinn für das Kleine als Träger der Zukunft, prägt den Stil Jesu. Er nennt den Geschmack Gottes. So kommt das Reich Gottes. Jesus sieht sich im niedrigsten und nackten und verachtenswerten Samenkorn. Unscheinbar, elend, ohne Schönheit, allein, bis es stirbt. Träge im Aussehen, verrottend, durch die Übergabe an die Erde wird es lebendig, in einer unvorhersehbaren, unaufhaltsamen, gastfreundlichen Dynamik. Und in der Dynamik der Übergabe an die Erde entsteht das Reich Gottes, und sie wird zu einem Schutzraum, in dessen Schatten alle Vögel des Himmels Ruhe und einen Platz zum Nisten finden können. Wir haben das oft gehört. Vom Evangelium bekommen wir einen Sinn, um neue Gleichnisse zu erfinden. Das Gleichnis gibt uns also die Sprache, um den Weg dieses Monats der Außer zu deuten. Heute, in einer Kultur des Strebens nach Vorherrschaft, Profit und Mitläufertum oder Ausweichen, ist die geduldige Außer dieser Synode an sich wie ein zutiefst subversiver und revolutionärer Akt. In der Logik des kleinsten Samenkorns, das in den Boden sinkt, so scheint mir die Synode berufen zu sein, eine Synthese als Aussaat zu wagen, einen Weg zur Reform, neuer Form, zu eröffnen, den das Leben braucht. Es geht darum, unter den vielen gehörten Worten das Kleinste zu erfassen, das voller Zukunft ist, und es zu wagen, sich vorzustellen, wie es der Erde übergeben werden kann, damit sie reif und zu einem gastfreundlichen Ort wird. Mit welchem Gleichnis sollen wir also erzählen? Wie wird es geschehen, fragte sich Maria von Nazareth. Und sie, vom Geist überschattet, lernt diese Kunst schon im Mutterleib und singt ihr unmögliches Gleichnis im Magnificat und in der prophetischen Geste. Und sie lehrt uns, wie selbst eine Kleine, das kleine Mädchen aus Galiläa, mit der Kraft des Geistes harmonieren und Geschichte lesen kann.
um kühne Visionen zu entwerfen und prophetische Gesten zu machen, ohne den Schutz der Mächtigen und Reichen. Es ist die Kunst des Geistes also, noch nie dagewesene Ähnlichkeiten zwischen dem Reich Gottes und den einfachsten, minimalsten, zerbrechlichen, lebendigen Realitäten der Erde zu erfassen und zu erzählen. Ähnlichkeiten, die die Zukunft eröffnen. Und welche Übereinstimmungen finden wir in den Gesprächen dieser gesegneten Tage? Wie und wie erzählen wir sie? Wir haben erkannt, dass die Geschichte der Kirche voller Gleichnisse ist, die darauf warten, mit dem Blick auf die Augen Jesu erzählt zu werden. In jeder Kirchengeschichte sind wir aufgerufen und die Bischöfe sind aufgerufen, die christologische Form der Kleinheit und die christologische Form der Verwandlung zu erkennen, die österliche Form, die sich im Kreuz, dem Arboralter, vollständig offenbart. Die gastfreundliche Größe reifte durch den Abstieg in die Erde, die freie, liebende Hingabe. Im Gegenteil, die Geschichten, die heute erzählt werden, ziehen ihren Sinnfaden aus den Gemeinplätzen einer sich anpassenden Kultur oder aus melancholischen Fiktionen oder im Gegenteil aus trostlosen Godot-Wiederholungen. Viel Stille und echte Demut sind gefragt zur Erfassung der heutigen Gleichnisse, um Evangeliumsgleichnisse zu entdecken und zu erzählen. Gott verwandelt die Welt in Jesus, heilt Wunden, vergibt und überwindet unser Versagen, indem er sich sichtbar als der Niedrigste neben die Prozesse der Welt und in diese hineinstellt. Die Frage ist, dies zu erkennen und konkrete Erzählungen davon zu schaffen und zu pflegen, damit der Glaube das sieht in der Erde, Ort des Nichterscheinens, Dunkelheit von Wurzeln, Ort des verheißungsvollen Werdens. Die Menschheit wird vom Postmenschlichen verführt. Es gibt einen Dienst am Reich Gottes, der einfühlsame und vertrauensvolle Geduld erfordert und scharfsinnige Sorgfalt. Das Gleichnis ruft uns eindringlich dazu auf, das Kleinste, das der Mensch ist, ernst zu nehmen. Wie im Psalm 8, in dem eine transzendente Zeugungskraft steckt. Die Bischöfe sollen heute an der Wurzel arbeiten. Aus der Bewusstseinsbildung muss Wurzelwerk reifen. Das Kleinste ist in Jesus jeder Getaufte, der aber aufgerufen ist, mit der überraschenden Dynamik des gesäten Samens in Synergie zu treten. Das bedeutet, dass sich die Pastoral entschieden von jeder statistischen, effizienten, prozessualen und als System errichteten Perspektive distanziert, sich auf die Gewissensbildung der Getauften zu konzentrieren. Ich glaube, dass diese Synode die Kunst der neuen Erzählungen empfängt, die radikale Demut derer, die lernen, die Ähnlichkeit des Reiches Gottes in den wahrhaftigsten und vitalsten Dynamiken des Menschlichen zu erkennen, in den primären Bindungen, in dem Leben, das in einer bewundernswerten, verborgenen Harmonie geheimnisvoll in allen Welten und Sphären der menschlichen Existenz pulsiert. Mit solcher Geduld die Fähigkeit, in die Nacht zu blicken, gutes Bemühen, das ist mein Wunsch für diese Synode, im Erzählen neuer Gleichnisse, die zum Nachdenken anregen, zum Wachsen, zum Hoffen, zum Gehen, menschlich, brüderlich, gemeinsam. Grazie. Vielen Dank, Mutter Maria Ignazia. Wir sind alle in der Schule des Kleinen. Jetzt halten wir eine zweiminütige Pause der Stille ein. Und nach der Betrachtung von Schwester Maria Ignazia Angelini möchte ich diese Stille, wenn Sie mögen, können Sie jetzt Ihr Gerät 2 Minuten ausschalten. Für unsere Partnersender im Radio können wir eben keine Stille bringen. Möchte ich aus dem Lukas-Evangelium lesen, das auch die Schwester Angelini vorgetragen hat.
Und sie am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen, und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere Hohepriester und Führer haben ihn zum Tode verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Aus dem Lukas-Evangelium. Betrachtung von Schwester Maria Ignazia Angelini vom Kloster Viboldone. Beten wir also für die Gläubigen auf der Welt, für das gemeinsame Zuhören. Ich denke, dass ich für alle sprechen kann, wenn ich mich bedanke bei Pater Timothy und Mutter Maria Ignazia sehr herzlich. Zusammen zu gehen verlangt eine Leitung. Zusammen zu gehen braucht einen Weg, und sie waren ein subtiler und weiser Weg. Jetzt werden wir etwas anderes tun, etwas Notwendiges, um weiter gemeinsam gehen zu können in der Reflexion. Wir haben einen theologischen Beitrag über die lebendige Tradition der Kirche von Pater Ormond Rush, Professor und Forscher bei der Australian Catholic University. Ich erteile ihm somit sofort das Wort. Heiliger Vater, Brüder und Schwestern, ich habe in diesen drei vergangenen Wochen Ihnen allen zugehört und hatte den Eindruck, dass einige von Ihnen angesichts ihrer Wahrheitsliebe mit dem Begriff der Tradition ringen und dem Begriff der Tradition und Wahrheit. Sie sind nicht die Ersten, die damit ringen. Ich dachte, es könnte hilfreich sein, sich an die Fragen zu erinnern, die dort diskutiert wurden, und an die Antworten, die gefunden wurden. Ihre Antworten sind für uns die Richtschnur für unsere Überlegungen zu den Themen, die uns heute beschäftigen. Vielleicht hat das Zweite Vatikanische Konzil also einige Lektionen für diese Synode parat. Wenn Sie jetzt Ihre Überlegungen zur Zukunft der Kirche in die Synthese einbringen. Während der vier Sitzungsperioden des Konzils war einer der wichtigsten wiederkehrenden Spannungspunkte die Frage der Tradition. In der ersten Sitzungsperiode 1962 wurde der Versammlung ein Textentwurf über die Quellen der Offenbarung vorgelegt.
Er war in den Kategorien der Neuscholastik gehalten, die von Offenbarung, Glauben, Schrift und Tradition in einer meist eher eindimensionalen Weise sprach. Nur in Form von propositionalen Lehraussagen. Als der Entwurf dem Konzil vorgelegt wurde, lehnten die Bischöfe ihn praktisch ab. Am nächsten Tag, wissen wir, stimmte Papst Johannes der 23. zu, dass in der Tat ein neuer Text erforderlich sei. Über die historische Bedeutung dieser Debatte und die Entscheidung des Papstes einzugreifen, schrieb der Konzilsperitus Josef Ratzinger damals. Die eigentliche Frage hinter der Diskussion könnte man so formulieren. Sollte die intellektuelle Position des Antimodernismus, die alte Politik der Ausgrenzung, Verurteilung und Verteidigung, die zu einer fast neurotischen Verleugnung alles Neuen führte, konnte sie fortgesetzt werden? Oder würde die Kirche, nachdem sie alle notwendigen Vorkehrungen zum Schutz des Glaubens getroffen hatte, ein neues Kapitel aufschlagen und zu einer neuen und positiven Begegnung mit ihrem eigenen Ursprung oder mit ihren eigenen Ursprüngen, mit ihren Mitmenschen und mit der Welt von heute übergehen? Da sich eine deutliche Mehrheit der Väter für die zweite Alternative entschieden hat, kann man sogar von einem Neuanfang sprechen. Sowohl Trient als auch die erste Vatikanische Konzil errichteten Bollwerke für den Glauben, um ihn zu sichern und zu schützen. Das Zweite Vatikanische Konzil wandte sich einer neuen Aufgabe zu, die auf der Arbeit der beiden vorangegangenen Konzilien aufbaute. Die neue Aufgabe war eine Auseinandersetzung des christlichen Glaubens mit der Geschichte. Was Josef Ratzinger während des Zweiten Vatikanischen Konzils als Quelle von Spannung sah, waren im Wesentlichen zwei Ansätze zur Tradition. Er nennt sie ein statisches und ein dynamisches Verständnis von Tradition. Ersteres ist legalistisch, propositional und ahistorisch. Das heißt, für alle Zeiten und Orte relevant. Letzteres ist personal, sakramental und in der Geschichte verwurzelt und muss daher mit historischem Bewusstsein interpretiert werden. Ersteres ist eher auf die Vergangenheit ausgerichtet. Letzteres darauf, die Vergangenheit in der Gegenwart verwirklicht zu sehen und dennoch offen zu sein für eine noch zu offenbarende Zukunft. Das Konzil verwendet den Ausdruck lebendige Tradition, um die letztere zu beschreiben. Und spricht von einem dynamischen und nicht von einem statischen Verständnis des apostolischen Tradition. Die Tradition, die von den Aposteln stammt, macht in der Kirche mit Hilfe des Heiligen Geistes Fortschritte. Die Einsicht in die Wirklichkeiten und Worte, die weitergegeben werden, wächst. Und ich zitiere. Und weiter heißt es, dass der Heilige Geist die Entwicklung der apostolischen Tradition auf drei miteinander verbundenen Weisen leitet. Durch die Arbeit der Theologen, durch die gelebte Erfahrung der Gläubigen und durch die Aufsicht des Lehramtes. Das klingt nach einer synodalen Kirche, nicht wahr? Nach einem dynamischen Traditionsverständnis, sagt Ratzinger, nicht alles, was es in der Kirche gibt, muss deshalb auch eine legitime Tradition sein.
Mit anderen Worten, er sagt, nicht jede Tradition, die in der Kirche entsteht, ist eine wahre Feier und Vergegenwärtigung des Geheimnisses Christi. Es gibt sowohl eine verfälschende als auch eine legitime Tradition. Folglich darf die Tradition nicht nur affirmativ, sondern sie muss auch kritisch betrachtet werden. Wir haben die Heilige Schrift als Kriterium für diese unerlässliche Kritik der Tradition. Und die Tradition muss daher immer auf sie zurückbezogen und an ihr gemessen werden. Ende des Zitats. Papst Franziskus hat anlässlich des 25. Jahrestags der Verkündigung des Katechismus der katholischen Kirche auf diese beiden unterschiedlichen Arten des Traditionsverständnisses angespielt. Wiederum, Zitat, die Tradition ist eine lebendige Realität und nur eine begrenzte Sicht kann sich das Depositum Fidei, das Glaubensgut, als etwas Statisches, Unbewegliches vorstellen. Man kann das Wort Gottes nicht einmotten, als wäre es eine alte Wolldecke, die man vor Schädlingen bewahren müsste. Nein, das Wort Gottes ist eine dynamische Wirklichkeit, stets lebendig, und es entwickelt sich und wächst, denn es ist auf eine Erfüllung hin angelegt, die die Menschen nicht stoppen können. Ende des Zitats. Das Herzstück der Rückbesinnung von De Verbum auf ein dynamisches Verständnis von Tradition war die Rückbesinnung auf ein personalistisches Verständnis von Offenbarung. Wie es in der Bibel und in den patristischen Schriften des ersten Jahrhunderts oder der ersten Jahrhunderte der Kirche zu finden ist. Offenbarung ist nicht nur eine Mitteilung von Wahrheiten über Gott und das menschliche Leben, die in der Heiligen Schrift und den Lehraussagen zu bestimmten Zeiten der Kirchengeschichte als Antwort auf zeitbedingte Fragen an die Tradition formuliert wird. Die Offenbarung ist in erster Linie eine Mitteilung der Liebe Gottes, eine Begegnung mit Gott, dem Vater in Christus, durch den Heiligen Geist. De Verbum spricht von der göttlichen Offenbarung in den Begriffen der persönlichen Freundschaft und Begegnung und vor allem in den Begriffen der Liebe und der Wahrheit. Ich zitiere De Verbum 2. Durch diese Offenbarung wendet sich also der unsichtbare Gott aus der Fülle seiner Liebe an die Menschen als seine Freunde und er lebt unter ihnen, um sie in seine Gesellschaft einzuladen und aufzunehmen. Diese offenbarte innerste Wahrheit, intima veritas, über Gott und das menschliche Heil, leuchtet uns in Christus auf, der sowohl selbst der Mittler als auch die Summe der Offenbarung ist. In De Verbum, und das ist wichtig für das Verständnis der Synodalität und den eigentlichen Zweck dieser Synode, wird diese göttliche Offenbarung als eine fortwährende Begegnung in der Gegenwart dargestellt und nicht nur als etwas, das in der Vergangenheit geschehen ist. Das Ereignis der Selbstoffenbarung Gottes immer in Christus durch den Heiligen Geist und das Beziehungsangebot Gottes ist weiterhin eine lebendige Realität, hier und jetzt. Das bedeutet nicht, dass es eine neue Offenbarung dessen geben kann, wer Gott ist. Aber derselbe Gott ist in demselben Jesus Christus durch die Erleuchtung und Bevollmächtigung desselben Heiligen Geistes für immer im Dialog mit den Menschen im heutigen Neuen hier und jetzt der Geschichte, dass die Menschheit unaufhaltsam zu neuen Wahrnehmungen, neuen Fragen und neuen Einsichten in verschiedenen Kulturen und an verschiedenen Orten führt, während die Weltkirche durch die Zeit in eine unbekannte Zukunft bis zum Eschaton geht. Wir sehen diesen gegenwärtigen Charakter des göttlich-menschlichen Dialogs in De Verbum 8. Gott
der in der Vergangenheit gesprochen hat, fährt fort, mit der Braut seines geliebten Sohnes, nämlich der Kirche, zu sprechen. Und der Heilige Geist, durch den die lebendige Stimme des Evangeliums in der Kirche und durch sie ist sie in der Welt, erklingt, führt die Gläubigen zur vollen Wahrheit und lässt das Wort Christi in all seinem Reichtum in ihnen wohnen. Deshalb, so Josef Ratzinger, wird uns in Dei Verbum ein Verständnis der Offenbarung gegeben, das im Wesentlichen als Dialog verstanden wird. Die Lektüre der Schrift wird als ein Colloquium inter Deum et hominem, ein Dialog zwischen Gott und den Menschen, beschrieben. Der Dialog Gottes wird immer in der Gegenwart geführt, mit der Absicht, uns zur Antwort zu zwingen, mit uns persönlich. Ende des Zitats. Diese Synode ist ein Dialog mit Gott. Das war das Privileg und die Herausforderung ihrer Gespräche im Geist. Unterscheidung. Gott wartet auf ihre Antwort. Am Ende dieser Woche der Synthese möchten wir diese Synthese vielleicht damit beginnen, dass Sie sagen, wie das erste Konzil von Jerusalem, das in der Apostelgeschichte Kapitel 15 beschrieben wird, es schien dem Heiligen Geist und uns gut. In Ihrem Brief an die Gemeinde ging es dann um eine Frage, zu der Jesus selbst keine spezifischen Anweisungen hinterlassen hatte. Sie und der Heilige Geist mussten gemeinsam zu einer neuen Anpassung des Evangeliums Jesu Christi in Bezug auf diese neue Frage kommen, die zuvor nicht vorgesehen gewesen war. Das Zweite Vatikanische Konzil forderte die Kirche daher auf, stets auf die Bewegung des offenbarenden und rettenden Gottes zu achten, der im Laufe der Geschichte gegenwärtig und aktiv ist, indem sie im Licht des lebendigen Evangeliums auf die Zeichen der Zeit achtet. Die Unterscheidung der Zeichen der Zeit in der Gegenwart zielt darauf ab, festzustellen, was Gott uns mit den Augen Jesu in den neuen Zeiten zu sehen auffordert. Sie fordert uns aber auch auf die Fallen zu achten, wo wir in Denkweisen hineingezogen werden könnten, die nicht von Gott sind. Diese Fallen könnten darin bestehen, dass wir ausschließlich in der Vergangenheit oder ausschließlich in der Gegenwart verankert sind oder dass wir nicht offen sind für die zukünftige Fülle der göttlichen Wahrheit, zu der der Geist der Wahrheit die Kirche führt. Den Unterschied zwischen Chancen und Fallen zu erkennen, ist die Aufgabe aller Gläubigen, der Laien, der Bischöfe und der Theologen aller, wie Gaudium et Spes 44 lehrt. Mit Hilfe des Heiligen Geistes ist es die Aufgabe des ganzen Gottesvolkes, besonders der Hirten und Theologen, die vielen Stimmen unserer Zeit zu hören, zu unterscheiden, zu deuten und sie im Lichte des göttlichen Wortes zu beurteilen, damit die geoffenbarte Wahrheit immer tiefer durchdrungen, besser verstanden und besser zur Geltung gebracht werden kann. Das Ende des Zitats. Diese offenbarte Wahrheit ist eine Person, Jesus Christus. Mögen wir uns also auf dem Weg zu unserer endgültigen Synthese von der Aufforderung des Hebräerbriefs 12,2 leiten lassen. Lasst uns unsere Augen auf Jesus richten. Danke. Und damit endet diese Übertragung aus dem Vatikan.
hier mit der Stille. Danach folgt gleich Betrachtungen, die Überlegungen der Synodenteilnehmerinnen und Teilnehmer, die wir nicht übertragen werden. Das wird hinter verschlossenen Türen sein, sozusagen, über, wie es hier im Programm heißt, den Brief an das Volk Gottes debattieren. Mehr dazu zu dieser 16. Generalkongregation der Bischofssynode über die Synodalität erfahren Sie auf unserer Internetseite und in unserem kostenlosen Newsletter. Mehr dazu unter www.radiovatikan.de. Damit endet diese Übertragung aus dem Vatikan. Ich bin Mario Galgano. Ganz herzlichen Dank, dass Sie mit uns verbunden waren. Das war eine Übertragung von Radio Vatikan für Vatican News und Vatican Media. Alles Gute, Gottes Segen. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.